Und damit herzlich willkommen zu True Combat Elite, diesmal der versprochenen Rückrunde auf Seiten der Polizisten. Und das ist diesmal sogar deutsche Polizei, denn es gibt hier eine Karte namens Stadtrand. Die spielt in Deutschland, was ich relativ interessant finde. Ich habe einige Sachen entfernt, so zum Beispiel das ganz lange Warten am Rundenbeginn habe ich rausgemacht. Und ich habe die Runde ein bisschen länger gemacht, damit ich hoffentlich irgendwann mal meine M4 Sob-Mod in die Finger bekomme. Allerdings habe ich hier keine Ahnung, wie man Türen aufmacht, beziehungsweise ich habe hier von dieser Karte nicht so die Ahnung. Oh, nice. Guck mal, die schönen Wirrwürmchen hier. Ach, das ist cool gemacht. So richtig atmosphärisch. Also damals für die Zeit um 2006 war das gar nicht mal so kacke. Und ich glaube, oh, ich habe mir nichts gebrochen. Und auch hier die Fässer, das sieht auch cool aus. Und, oh, meine Visierung leuchtet richtig. Also meine Punktvisierung, welche ich hier auf meiner MP45 habe, die leuchtet sogar. Aber dann wollen wir mal spazieren gehen, ob wir keine Terroristin sehen. Das ist kein Terrorist, das ist Curtin. Oh, wie nice. Ein typischer deutscher Mülleimer und so ein deutsches Post. Und was haben wir hier? Oh, ein Antifa-Sticker. Ja, jetzt wissen wir, wir sind auf jeden Fall in Deutschland. Und wir werden Deutschland vor den bösen Terroristen verteidigen. Wer auch immer diese Terroristen sind. So, dann gucken wir mal. Wir können relativ lange sprinten. Später in den nächsten Spielen wird man dann nicht mehr so ganz so lange sprinten können. So, wo sind die denn? Okay, das ist A. Okay, das ist immer diese Kiste. Okay, und Curtin hat auch schon jemanden ausgeschaltet. So, dann wollen wir mal gucken. Ich habe meine Waffe auf Vollautomat. Ich kann die allerdings auch noch auf genau Einzelschuss, Automatik und Stoß stellen. Ich lasse die mal auf Automatik. MP15. Okay, er fällt hier runter. Ne, MP45 habe ich mich gerade vertan. MP45, das heißt eine MP5 gekammert für 40 Smith & Wesson. Ready. L, darf ich was Neues haben? Nein, nicht. Ich werde später noch eine MP5 SD und eine UMP45 bekommen, wenn ich mich anstrenge. Und da ich das jetzt so eingestellt habe, dass nicht alle drei Runden die Waffen zurückgesetzt werden, dürfte es jetzt auch dazu kommen, dass ich mal die besseren Waffen zeigen kann. Ich weiß keine Ahnung, wer das als Standard eingestellt hat. Oh, ich glaube, er ist Deko. Keine Ahnung, wer das als Standard eingestellt hat, dass hier nach alle drei Runden die Waffen zurückgesetzt werden. Wobei man allerdings bei manchen Waffen... wo man bei manchen Waffen 5 Runden braucht, um die freizuschalten. So, dafür habe ich jetzt wahrscheinlich eine Waffe gekriegt, oder? Ready? Ah, ich habe sogar direkt beide gekriegt. Okay, ich nehme erstmal MP5 SD. Sehr schön, die gute schallgedämpfte MP5. Ah, sehr schön, auch richtig dargestellt. Manche alte Spiele, die haben das noch so, dass halt eine MP5D einfach eine MP5 ist mit Schalldämpfer. Das ist nicht der Fall. Das ist eine eigene Waffe, weil die auch sozusagen ein eigenes System drin hat. Ist relativ kompliziert. Müsste ich, meine ich, in Escape from Tarkov irgendwann mal erklärt haben. Ah, das ist einer. Oh, und ich habe richtig wenig Rückstoß. Richtig cool. So, ich habe allerdings jetzt ein schwächeres Kaliber, beziehungsweise eine schwächere Patrone. Und zwar habe ich jetzt 9x19 und nicht mehr das Kaliber 40 Smith & Wesson. Das Kaliber 40 Smith & Wesson ist auch relativ interessant. Das liegt so in der Leistung zwischen 10mm Auto und 9x19mm Parabellum. Kommt leider in relativ wenigen Spielen wirklich vor als wählbares Kaliber. Ich meine, Battlefield 5 hat ein paar Waffen da drin. Okay, da habe ich gerade einen Fuß gesehen. Ach so, okay, meine Waffe wird nicht geblockt durch die Kante hier. Ich kann trotzdem anzielen. Ich würde aber gern langsam da rein. Die Bots spielen das ein bisschen sehr hektisch. Die Bots sind nicht wirklich 100% repräsentativ, wie man das damals gespielt hat. Es gab damals Spieler, die sind wirklich auch mit der Schrotflinte einfach reingelaufen wie die Bots. Es gab allerdings sehr viel mehr Spieler, die sind sehr, sehr bedacht vorgegangen. Okay, man kriegt keinen Killfeed, sondern nochmal nachladen. Und überflüssig wird hier nochmal der Verschlussspannhebel bedient. Okay, sehr gut. Ah, sehr schön. Ah, jetzt bin ich der King. Jetzt bin ich auch sehr viel besser, jetzt wo ich ein bisschen warm geworden bin. Ich möchte allerdings nochmal die UMP zeigen, denn wenn ich die UMP nicht zeige, wird mich das Nasentier garantiert wieder beißen. Die UMP ist so ziemlich das Stärkste, was man als Recon bekommen kann, dank des Kalibers 45er ACP, welches ein sehr, sehr
sehr, sehr dicke, sehr, sehr dickes Geschoss hat, allerdings mit ein bisschen weniger Dampf dahinter. Allerdings hat man hier eine super Stoppwirkung damit. So, und die Iron Sights sind auch richtig cool. In Wirklichkeit sehen die Iron Sights ein bisschen anders aus. Die Kimme wäre enger, und zwar die Kimme würde das Korn komplett umschließen. Und irgendjemand hat gerade das komplette gegnerische Team quasi ausgerottet, was man hier auch relativ gut machen kann. Wenn man hier gut in das gegnerische Team reinläuft und sich das gegnerische Team nicht gut verteilt, dann kann man wirklich mit einem Feuerstoß das ganze Team ausrotten. So, ich könnte auch mal die Pistole zeigen. Ich glaube, das nächste Mal in der nächsten Runde gehe ich dann wieder auf den Assault und möchte da gerne so M16 und M4 zeigen, besonders M4 Submod. Denn das ist eines der allerersten Spiele, wirklich, welche wirklich dann auch ein Rotpunkt-Divisier dabei hatte. Beziehungsweise, welches ist denn das erste Spiel mit dem Rotpunkt-Visier? Ich glaube, das erste Spiel mit dem Rotpunkt-Visier überhaupt, also als Mod, war damals, meine ich, Knight's Edge, was ich mal gezeigt habe in dem Video. Und ich meine, das erste Mainstream-Spiel mit Rotpunkt-Visieren war, meine ich, Battlefield 2. Da gab es für den Spec Ops, gab es eine AKS-74U mit einem Cobra-Visier drauf und ein M4-Karabiner, also M4-1-Karabiner mit einem Aimpoint. Ich weiß gar nicht, was hier auf dem M4-Karabiner drauf ist. Ich glaube auch ein Aimpoint. Schalldämpfer, Aimpoint, Sturmgriff, meine ich. Granatgerät nicht. Wo sind die denn? Ach, jetzt verstehe ich das langsam mit dem Killfeed. Wenn ich Gegner töte, passiert einfach gar nichts. Ich sehe dann einfach gar nichts. Wenn allerdings ein Bot einen Gegner tötet, dann reporten die das über Radio Commands. Ich glaube, die sind auf V, oder? Ja. Ich weiß gerade gar nicht, ob die Bots auch auf mich hören. Und ich finde es cool, dass ich hier noch die schöne grüne Polizei habe. Weniger cool sind die Glitches hier auf den Reifen. So, wo seid ihr denn? Versteckt euch schon wieder. Und es ruckelt gerade so ein bisschen. Wenn ich hier hingucke, ruckelt so ein bisschen. Wenn ich wieder hier hingucke, ist wieder alles flüssig. Ich hoffe, die Aufnahme ist flüssig. Sieht aber allerdings so aus. So, hier haben wir unsere Dekoration. Okay, A und B sind Bombenplätze. Das ist eine Tür, die man aufmacht. Ah! Genau. Ich erinnere mich gerade an was. Und zwar habe ich das irgendwann mal über LAN mit dem Nasentier gespielt. Und dann ich irgendwann so, wie macht man denn Türen auf? Das Nasentier so, keine Ahnung. Ich stehe auch gerade vor einer Tür, habe keine Ahnung, wie die aufgeht. Und dann standen wir beide vor einer Tür und dann haben wir rumprobiert. Und auf einmal drücke ich halt so ganz viele Tasten, dann geht auf einmal die Tür auf. Da geht so die Tür auf. Ich meine so, oh, es ist F und in dem Moment bin ich schon tot. Und dann, das war richtig witzig. Und zwar, wir haben beide einfach vor der gleichen Tür gestanden und haben beide gleichzeitig versucht, diese Tür aufzumachen. Und dann habe ich das geschafft und dann stand sofort das Nasentier vor mir und hat mir einen Header gegeben. So, was wollte ich machen? Ich wollte auf Assault. Wenn ich auf Assault. Okay. Ich wollte gerade sagen, wenn ich auf Assault gehe, muss ich mir alle Waffen neu freischalten. Das scheint allerdings nicht der Fall zu sein, wie ich es gerade gesehen habe. Ich möchte allerdings erstmal beim M16 anfangen. Genau, ich habe Single und Feuerstoß. Das heißt, es ist ein M16 A4, weil sich der Tragegriff abnehmen lässt. Ah, genau. Das Kimme und Korn sind hier auch relativ interessant dargestellt. Allerdings ist die Opta, also der Kreis, wo man, also der Ring, wo man hier durchguckt, ist in Wirklichkeit eine Scheibe mit einem Loch. Der ist ein bisschen enger in der Realität. Dann kann ich mich auch noch erinnern, da das Ding nur Feuerstoß hat, ist es relativ unsinnig auf kleinen Karten, weil der Feuerstoß. Nee. Ich hatte das anders in Erinnerung. Ich hatte in Erinnerung, dass man den Feuerstoß, dass man nach jedem Feuerstoß Pause machen muss. Hier sieht es allerdings so aus, dass man den Feuerstoß fast unbegrenzt hintereinander abfeuern kann. Also das heißt, es sieht nicht so aus wie in Battlefield 2. Ich habe in Erinnerung, dass das M16 schlechter war und deswegen sich jeder, der konnte, sofort den M4-Karabiner freigeschaltet hat nach der ersten gewonnenen Runde. So, ready? Darf ich sofort den M4-Karabiner wählen? Scheint so. Okay, dann würde ich sagen, spielen wir erstmal normalen M4-Karabiner. Submod machen wir dann ein bisschen später. So, M4-Karabiner ist ein bisschen kürzer. Moment, G ist das? Ja, Single und Vollautomatik. Hat Vollautomatik und war deswegen einfach sehr viel beliebter. Und ich meine, seine Feuergeschwindigkeit ist ein bisschen höher. Ich bin mir nicht ganz sicher, obwohl ich kann auch sein, dass das M16 hier eine höhere Feuergeschwindigkeit hat. Okay, da höre ich schon was. Also ich quatsche ein bisschen viel und konzentriere mich ein bisschen zu wenig auf das.
sehr gut. Ich wollte gerade sagen, ist das ein echter M4-Karabiner? Allerdings, die Dellen im Lauf, die sehen komplett anders aus als sonst. Und zwar der echte M4-Karabiner, den kann man ja daran erkennen, dass der halt einmal so eine Delle vorne am Lauf hat. Den braucht der M4-Karabiner, damit das M203 Granatgerät angebracht werden kann. Hier sieht das allerdings so aus, als würde halt die Delle eine komplette Verjüngung sein des Laufes nach vorne hin. Sieht ein bisschen komisch aus. Na, wie gesagt, meckern auf hohem Niveau. Das ist eine 14 Jahre alte Mod. So, wie sieht's aus? Okay. Sehe ich jetzt eigentlich, ob die Gegner tot sind oder nicht? Aber ich habe doch gerade einen erledigt. So, gehen wir mal hier hoch. Auch das Rohr. Also, manche Stellen, die sehen für 2006 richtig gut aus. Auch dieses eine Stück Kanalisation, wo dann halt die Motten halt ums Licht fliegen. Also, das Problem an dem Spiel, dass es Türen hat, die man öffnen kann, ist allerdings leider, dass man manchmal auch versucht, Türen zu öffnen, die sich nicht öffnen lassen. Und zwar nicht alle Türen gehen auf. Zum Beispiel hier den Spind könnte ich nicht öffnen. Warum auch? Ich möchte ja nicht looten. Wir sind ja nicht in Tarkov. So, das ist unser Spawn. Das ist manchmal so ein bisschen random. Das spielt sich gerade so ein bisschen wie Counter-Strike-Matches, weil ich. Alter, sprechen verlernt oder was? Das spielt sich gerade so ein bisschen wie ein Counter-Strike-Match, welches man nur mit Noobs spielt. Und zwar Counter-Strike-Maps haben ja dadurch eine feste Struktur sozusagen, dass man halt die Bombe legen muss. Aber die Leute hier, die legen die Bombe einfach nicht. Also die Bots wissen wahrscheinlich nicht, wie das geht, und ich weiß auch nicht, wie das geht. Oder es ist im Spiel komplett weggebuggt. Übrigens spiele ich hier auch nicht die komplett aktuellste Version. Das hier ist, meine ich, 049B, also 049B spiele ich hier. Das spiele ich deswegen, weil das die Version ist, die ich kenne, weil ich die als Jugendlicher halt die ganze Zeit gespielt habe. Ich meine, es gibt zwei neuere. So, ready. Und jetzt würde ich sagen, dann gönne ich mir mal Sobmod endlich. Ich bezweifle zwar, dass ich damit ein bisschen besser spiele, also dass ich damit irgendwie besser spiele, aber ich möchte es zumindest zeigen. Oh, ich habe keinen Frontgriff. Ich habe ein Rotpunktvisier, womit man ein bisschen besser zielen kann, besonders wenn man Anfänger ist. Allerdings sehe ich gerade, das hatte ich nicht in Erinnerung, dass ich den roten Punkt hier auch so sehen kann. Das wäre in der Realität nicht der Fall. Ich habe zusätzlich einen Schalldämpfer, ich habe allerdings nicht den Frontgriff, den ich angekündigt hatte. Von da ab Asche auf mein Haupt. Was war denn nochmal das erste Spiel, was Frontgriffe hatte? Ich meine, das war auch Battlefield. Allerdings ein bisschen unfreiwillig. Da war. Oh, jetzt. Nee, ich wollte mich ducken. Battlefield 2 hatte an ein paar Waffen Frontgriff. Ich meine, auf manchen Karten des Add-on Special Forces konnte man sich einen G36 KV holen. Man konnte allerdings auch über ein anderes Add-on irgendwie einen G36 KV freischalten. Und das eine G36 KV hatte einen Frontgriff und. Das ist ein Gegner. Das eine G36 KV hatte standardmäßig einen Frontgriff dran, das andere G36 KV nicht. Und deswegen konnte man auf einer speziellen Karte, ich meine beim Medic, sich aussuchen, ob man G36 KV mit oder ohne Frontgriff spielen konnte. Ich meine, das wirkte sich auch auf die Dauerfeuerstabilität aus. So. So, weiter geht's. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich könnte gleich noch versuchen, Scharfschützen zu zeigen. Ich weiß zwar nicht, wo ich die hier einsetzen könnte. Ich meine. So, Husten ausgeschnitten. Ich werde schon langsam heiß. Ich habe jetzt 3 Folgen Jagged Alliance und 4 Folgen hiervon aufgenommen, von denen eine Folge ich wegkloppen musste, weil die einfach nur Kacke war. Ich werde langsam ein bisschen heiß. Ich meine, es gibt eine relativ große Karte, wo sich Scharfschütze sein wirklich lohnt. Weil wir wahrscheinlich in dem Video zu den Terroristen gesehen haben, es gibt hier wirklich Dual-Render-Scopes. Jetzt müsste ich rechnen, 6 Jahre vor Call of Duty Ghosts. Ich glaube, 6 Jahre vor Call of Duty Ghosts. Call of Duty Ghosts ist die 2016er Version, oder? Oder ist das. Nee, Call of Duty Ghosts müsste ein bisschen älter sein. 14, 15er Version müsste Call of Duty Ghosts sein. Obwohl, was habe ich denn 2015 gemacht? Ich glaube, da war ich noch Studierender. Also, da war ich schon Studierender. Da hatte ich diese Liste fertig gemacht über die wahrscheinlichen Waffen. Das heißt, Call of Duty Ghosts müsste früher sein. Vielleicht ist es sogar das 13er Call of Duty. Ich bin mir gerade unsicher. Dann müsste es. Ich blende es einfach hier unten ein. Immer wenn ich was nicht weiß, kann ich es ja einblenden. Das waren Gegner. Übrigens gibt es hier auch keine Gegnermarkierungen. Ich glaube. Ach doch, klar, weil es gibt hier Freund-Feind-Markierungen. Gegner sind einfach nicht markiert und Freunde haben halt den blauen Namensschriftzug vor sich.
Ist das die Sobmod? Oh, schade, das wäre die AK-Sobmod gewesen. Aber ich wollte nochmal zum Scharfschützen rüber gucken. Hier haben wir, das erste, was sie haben, ist, glaube ich, hier diese Colt. Ich glaube, ich nehme mal die. Genau, die ist halbautomatisch. Die hat einen Dual-Render-Scope. Die hat so ein weites Duplex-Absehen mit einem roten Punkt. Und die Vergrößerung ist viel zu groß. Mal gucken. Automatik habe ich keine, aber ich glaube, die kann man im Nahkampf auch relativ gut durchtriggern. Ich glaube, ich gehe mal am besten hier diese Leiter hier hoch. So, hier sehe ich nichts. Und das war's schon. Ready. Ich bin... Okay, ich habe jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund das PSG-1 bekommen. Das Heckler & Koch PSG-1 Scharfschützen. Also zivile Scharfschützenversion vom G3. Okay, das bin wirklich... Ah, stimmt. Und das Spiel hatte Blendeffekte. Da hat sich das Spiel unglaublich viel abgefeiert. Denn diese Blendeffekte waren damals der Scheiß. Also so Bloom-Effekte kamen damals relativ groß aus. Obwohl, ich meine... Ne, Moment. Half-Life hat diese Bloom- und HDR-Effekte nachträglich dazu bekommen. Half-Life 2 hatte in sich in der Ursprungsversion keine Bloom-Effekte und kein HDR. Allerdings gab es dann diese Lost Coast-Demo, wo man dann das erste Mal so wirklich gut was sehen konnte. Oh, Backe. Synchronsterben. Ja, dass das nicht klappt, hätte ich mir zwar eigentlich auch ausrechnen können, aber YOLO. So, ich habe noch 3 Minuten. Ich glaube nicht, dass man so einfach das Team wechseln kann. Was gäbe es denn noch zu zeigen? Ja, das haben wir gesehen. Ich glaube, das hier ist mein... Desert Eagle könnte ich mal zeigen. Ich glaube, ich nehme mal... So, Assault. Ach, ich bin runtergestuft worden, weil ich ein paar Mal verkackt habe. Zu stark. Das MP5. Brett. Ach, wird sowieso nicht aktualisiert. Was habe ich denn jetzt? Ah, könnte ich jetzt einfach noch mal ein bisschen Beretta zeigen. Ich möchte das auch gern auf 20 Minuten strecken. Ich würde sagen, was gäbe es noch Interessantes dazu? Ich muss mir auch irgendwann mal die neuere Version, also die aktuelle. Ready? So. Bretter? Ne, Moment. Nur der Assault müsste die Deagle haben. Ja, so in etwa. Ich kann die auch mal auf Stoß stellen. Ah. Enemy down. Gerade voller. So einfach aus der Hüfte. Ready. Da habe ich was dafür gekriegt. Bin ich wieder. Ja, ich bin wieder hochgestuft worden. Aber ich meine, die Deagle ist noch ein bisschen höher. Ich benutze eigentlich kaum Granaten. Das liegt allerdings eher daran, dass die Granaten, die sind mega langsam zu benutzen. Die sind so altbacken, das heißt, die sind einfach eine eigene Waffe. Die müssen dann erst gezogen werden. Und dann... Das war... Ich wollte gerade sagen, macht der nächste eine Blendgranate. Aber das war eine Splittergranate. Ich kann mal eine Blendgranate reingucken. Die ist allerdings auch nicht so besonderes. Die ist genauso wie bei Counter-Strike. Das heißt einfach, der Bildschirm wird weiß. Man hört ein bisschen was und dann wird der Bildschirm danach wieder normalfarben. Das Fiepsen bleibt aber ein bisschen. Das Fiepsen ist ja sogar ein bisschen Meta, weil es ja auch oft darum geht, so den Gegner hören zu können. Wenn es denn menschliche Gegner sind, so Bots, die hören ja sowieso nichts. Das letzte Mal waren die hier. Hier sind noch Blut. Okay, hier liegen meine Kameraden. Ich werde euch rächen, Kameraden! Wenn das denn welche sind. Sind das Kameraden? Nee, es sieht aus, als wären das Terroristen. Ja, ihr seid mir egal. Okay, das ist einer von meinen. Genau, und was eines der ersten Sachen war, man kann hier, wenn man sich duckt und dann springen drückt, steht man automatisch auf. War das auch in Counter-Strike so der Fall? Ne, Moment, in Counter-Strike war das ja anders geregelt. In Counter-Strike musste man ja, um sich zu ducken, gedrückt halten. Und deswegen war das quasi automatisch so. So, nehmen wir nochmal Sobmod. Und jetzt meine ich, ja, jetzt müsste die Deagle frei sein. Aber ich glaube, die Deagle, die sieht ultra komisch aus und war auch mega unpraktisch. Ja, genau, das ist die Deagle. Die sieht teilweise noch schlechter aus als die Deagle in Counter-Strike. Also die Models sind ganz gut hier. Also die Geometrie von den Waffen. Allerdings die Texturen lassen bei manchen Waffen echt zu wünschen übrig.
die lässt sich so passabel triggern. Obwohl von der Seite sieht sie eigentlich ganz gut aus. Dass die meisten Waffen so komisch matschig aussehen, liegt auch eher daran, dass wir hier so eine Art Quake Engine haben. Das heißt, wir haben ja eigentlich hier die Wolfenstein, also die Return to Castle Wolfenstein Engine. Und diese Engine hat ein Problem mit sehr schrägen Texturen. Das heißt, wenn ich mir eine Textur sehr schräg ansehe, sieht sie sehr matschig aus. Wenn ich mich gerade davor stelle, hält es sich eigentlich in Grenzen. Und dadurch, dass die Waffen hier sehr steil gehalten werden, sehen sie sehr komisch aus. Und zwar, wenn ich nachlade und die Waffe seitlicher, also flacher gehalten wird, dann sieht sie besser aus. Das ist so ein Effekt, der halt welcher halt Details aus Texturen rausnimmt, die sehr steil gehalten werden, um halt Informationen in Pixeln zu sparen. Das ist auch das, was dann die wie heißt die denn nochmal, diese komische Filterung, diese anisotropische Filterung oder so, beziehungsweise der bilineare und der triliane Filter, die verbessern das und dann halt noch die anisotropische Filterung. Allerdings kann ich hier in dem Spiel diese anisotropische Filterung nicht von mir aus einstellen. Und zwar ist das noch ein Spiel aus der Generation, wo das teilweise so aussah, dass man so Spezialeffekte, auch sowas wie Kantenglättung und Texturfilterung, wirklich dann im Menü der Grafikkarte angemacht hat. Und die Grafikkarte hat das dann im Spiel gemacht. Heutzutage sieht das ja durchweg so aus, dass man diese ganzen Effekte dann wirklich im Spiel einschaltet. So, und dann würde ich sagen, dann grab ich nochmal hier kurz zum Abschluss seine AKS-74U und würde dann mit diesem letzten Kill mit der AKS-74U auch schon sagen, vielen Dank fürs Zusehen, ich habe 2 Minuten überzogen, wahrscheinlich kann ich das irgendwo mit einem Röpser wegcutten oder so. Dann vielen Dank fürs Zugucken, dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren, dann könnt ihr ein anderes Video von mir gucken, einen anderen Kanal abonnieren und ein Video von dem anderen Kanal gucken, dann denkt an das Algorithmus-Tierchen. Und dann würde ich sagen, dann gehe ich jetzt lecker käsefrittiertes essen und bis dann.